Gleich ist 17 Uhr, da kommt TAF und da haben wir diese Themen für Sie heimlich gefilmt. Diese Frage klären wir gleich. Ich freue mich. Bis gleich. Hallo zusammen bei TAF. Es ist ein Schock. In einer Sauna in Warnemünde sind offenbar Gäste heimlich gefilmt worden. Jetzt ermittelt die Kripo, wie die Spanner aufgeflogen sind, was der Staatsanwalt sagt und wo Filmen überhaupt erlaubt ist. Wir klären auf. Donald Trumps umstrittenes Einreiseverbot verschreckt jetzt auch die Touristen. Es gibt fast 14% weniger Flugbuchungen aus Westeuropa. Dabei gehörte die USA bisher zu den beliebtesten Fernreisezielen der Deutschen. Warum viele Menschen verunsichert sind und was Trump noch plant, das sehen Sie jetzt. Die wichtigsten Meldungen von heute haben wir jetzt für Sie zusammengefasst im TAF-Tag. Wie würden Sie reagieren, wenn ein Kind in eine gefährliche Situation gerät? Würden Sie es bei einem Wohnhausbrand tatsächlich aus dem Fenster im 4. Stock werfen? Einige verzweifelte Eltern machen sowas tatsächlich. Wir haben jetzt für Sie die spektakulärsten Rettungen von Kindern. Stars haben sich ja immer unter Kontrolle, von wegen. Gerade ihre Mimik haben sie nicht immer so im Griff. Blöd für sie, umso besser für uns. Denn hier kommen die 5 unterhaltsamsten, unfreiwilligen Gesichtsentgleisungen. So, wir bleiben bei den Promis. Belogen, betrogen und beleidigt. Eigentlich sollten Manager die Karriere ihrer Schützlinge pushen. In Hollywood gibt es aber einige schwarze Schafe, die genau das Gegenteil tun. Welcher Promi um Millionen betrogen wurde und welche Oscar-Gewinnerin von ihrem Manager gezwungen wurde, sich runterzuhungern, das gibt's jetzt. Wie sagt man so schön, wenn man berühmt werden will, darf man nichts unversucht lassen. Dass das der Wahrheit entspricht, konnte man dieses Jahr wieder beim Germany's Next Topmodel Casting sehen. Denn dort nutzen sogar die Begleitungen der Modelkandidatin die Gunst der Stunde und vor allem die Kameras für ein bisschen Selbstpromo. Das ist ja, was wir heute Abend anschauen. So, zum ersten Mal zeigen sich jetzt Prinz Harry und Serienstar Meghan Markle zusammen in der Öffentlichkeit. Aber sie sieht alles andere als glücklich aus. Vielleicht liegt sie an dem ein oder anderen Geheimnis, das die Schauspielerin umgibt. Denn ihre Verwandtschaft passt zum Teil nicht so in das perfekte Bild der Königsfamilie. Welches erfolgreiche Model einem fiesen Photoshop-Fail zum Opfer gefallen ist, das sehen Sie jetzt im TAF-Klatsch. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. So, machen Sie jetzt mit bei unserem großen Gewinnspiel zum Valentinstag. Heute haben Sie nämlich die Chance auf 2.500 Euro zu Hause. Und nur noch wenige Tage haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch den Hauptpreis abzuräumen. Einen brandneuen 444407. Kennwort lautet Amore. Oder Sie schicken eine SMS mit dem Kennwort Amore an 3x4 3x1. Die Gewinner und alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie auf 2017-valentinstag.de. So, jetzt drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen. Viel Glück und bis gleich. So, da sind wir wieder zurück bei TAF. Im Winter schmeckt die Schokolade ja ganz besonders gut. Gott sei Dank gibt's dafür Spanx. Einziger Haken, die fleischfarbenen Schummelunterhosen sind ja optisch nicht so der Hit. Aber endlich gibt's jetzt sexy Shapewear. Was die Männer dazu sagen, das zeigen wir Ihnen jetzt. So, wir machen weiter mit einem Mega-Phänomen. 50 Shades of Grey. Mehrere Millionen Bücher wurden verkauft. Heute kommt die Verfilmung des zweiten Teils in die Kinos. Und wir haben einen Mann getroffen, den alle für den fiktiven Charakter Christian Grey halten. Wie viel Ähnlichkeit die beiden wirklich haben, das sehen Sie jetzt. So, wir haben heute die große Valentinstag-Aktion für Sie. Nutzen Sie am doppelten Donnerstag die Chance auf 5.000 Euro per Eilüberweisung und auf 2 iPhone 7. Und nur noch wenige Tage haben Sie die Möglichkeit, auch noch den Hauptpreis abzuräumen, nämlich einen brandneuen Mini 944407. Kennwort lautet heute Amore. Oder Sie schicken eine SMS mit Amore an 3x4 3x1. Die Gewinner und alle Infos zum Gewinnspiel finden Sie auf 2017-valentinstag.de. Und jetzt drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen. Und wir sehen uns gleich. Wir sind zurück bei TAF und dieser Wettkampf hat sich echt gewaschen. Man nehme ein zugemülltes Auto, eine Waschanlage und ganz wenig Zeit, um ganz viele versteckte Dinge im Auto zu finden. Klingt nach fieser Action, ist es auch, doch es winkt eine fette Gratis-Autowäsche. So, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Das ging ja heute ratzifatzi. Ich fahre jetzt ganz schnell nach Hause, denn heute Abend kommt Germany's Next Topmodel um 20.15 Uhr. Und danach Red mit meiner Kollegin Anne um 23 Uhr. Also heute definitiv Fernsehabend, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich hätte da einen Tipp. Fahrt mal nach Hause auf die Couch und ja, stellt euch was Geiles zu essen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Also, tschüss.